neuen Folge von Jugendstil. Ich bin jetzt am 58 Store angekommen, denn da werde ich meinen nächsten Talkgast treffen. Und in der Zeit schaut ihr euch ja schon mal den Themenüberblick an. Wir treffen The Sun Pilots aus Australien bei einem Stopp in Ulm. Außerdem zeigt uns ein junger Fingerboarder seine Tricks. Und wir besuchen die Band Jopix aus Recklesweiler. Ich fühle mich so ein bisschen wie im Miniaturland, denn mein nächster Talker, der Jan, der fingerboardet hier schon fleißig rum. Und damit ihr auch wisst, was ihr euch darunter vorstellen könnt, zeigen wir euch jetzt mal einen kurzen Bericht. Jan, jetzt haben wir ja gerade schon gesehen, du fährst Fingerboard. Jetzt erzähl mir doch erstmal, wie kommt man denn dazu? Wie kommt man dazu? Also das war eigentlich, klar, 2002, wo die ersten Tech-Decks rauskamen, war das so eben, dass dann mein Kumpel eins hatte in der Schule und dann, oh, was ist das? Und ja, das ist so ein Mini-Skateboard. Und ich halt nur so rumgefahren und nicht gesprungen und so. Halt nur so ganz niedrig, wenn es geklappt hat mal und so. Und, oh, das kaufe ich mir auf. Bin in so einen Billig-Discounter gegangen, für 2 Euro auch eins geholt. Und dann irgendwann ist es eben bei mir verloren gegangen. Dann hatte ich es halt, aber das flog in meinem Zimmer so rum. Und dann irgendwann zu meinem Geburtstag war ich in Müller, hatte Müller-Gutscheine eben. Und dann habe ich da von Technik diese Rampen gesehen, so Plastik, wo das Deck schon dabei war. Und ich so, wow, das habe ich ja mal gemacht und das hole ich mir jetzt und so. Und dann habe ich die eben geholt und so und dann mit dem eigentlich angefangen, dann mit dem Tech-Deck angefangen zu fahren und dann noch aus Pappe Rampen gebaut und so und alles dabei und so hat es dann eigentlich angefangen und dann, ja. Inwieweit kann man denn dieses Fingerboarding oder auch diese Tricks, die du da machst, mit dem echten Skateboard vergleichen? Ist das ziemlich identisch? Ja, also ich denke, also die Grundidee, das Springen geht genau gleich. Eigentlich ist alles gleich wie die Tricks, Abläufe, also beim Kickflip mit dem Finger hier rausziehen, dass es sich dreht und beim Heelflip hier raus und Show It hier zurückziehen und Ollie. Ja, das ist eigentlich alles das Gleiche. Klar, es gibt so Tricks, die jetzt beim echten Skaten jetzt unrealistisch ist eben. Es gibt auch, ja, wenn man halt, ja, so, das ist jetzt auf dem echten Deck jetzt eher schwierig nachzumachen, aber es nennt man dann Dog-Tricks. Das sind dann eher so Tricks, wo man nur auf dem Fingerboard geht, wo man sich dann auch durch die Finger laufen lässt und alles. Das sind dann eher so die, das sind Tricks. Aber sonst ist eigentlich alles gleich, auch die Grinds und so heißen gleich und so, also ist eigentlich identisch. Und du hast mir ja auch ein kleines Fingerboard mitgebracht und willst mir ja auch gleich noch ein paar Tricks zeigen. Jo. Vorher schaut ihr euch aber noch vier Jungs an, die wir getroffen haben. Und normalerweise ist es ja immer so, dass wir alle davon träumen, nach Australien auszuwandern. Bei denen war es ganz genau andersrum. Die kommen aus Australien, haben sich gedacht, naja, wir sind jetzt eine Band, wir wollen auch gerne jetzt mal auf große Europatour gehen. Ulm Freitagnachmittag. Die Band The Sun Pilots kommt am Studentencafé an. Die australische Band macht genau das Gegenteil von dem, was alle anderen immer wollen. Unser Traum ist es, nach Australien auszuwandern, Sonne, Strand und Meer. Die vier Jungs von The Sun Pilots drehen den Spieß einfach um. Statt Sonne und Strand, Kälte und lange Fahrten im Tourbus. Die Dinge liefen ganz gut, aber Australien ist wirklich klein. Also mussten wir woanders hin. Irgendwo, wo es mehr Plätze zum Spielen gibt, mehr Festivals und so. Immerhin touren wir gerne, deshalb sind wir seit einigen Jahren jetzt in Europa. Don't you worry, 'cause contracts are broken, all of the time.
Ihr aktuelles Musikvideo The Piper's Mirror erinnert an einen Manga-Film und auch irgendwie ein wenig an ein Musikvideo der Gorillas. Einflüsse für ihre Musik sehen die vier dabei ganz klar in der Musik der 70er und 80er Jahre. Aber auch moderne Einflüsse lassen sich finden. This is a hard, always a hard question. But, yeah. Yeah, that's the best thing. Das ist allerdings immer eine gute Frage. Hört es euch einfach an. Bands, die ich gerne mag, sind aus den 70ern Pink Floyd und Led Zeppelin. Und die modernen Sachen von Muse und Radiohead. Wenn man diese Band mixt, kommt man so ungefähr auf unseren Musikstil. That's the best way of describing the sound without listening to it. Standardmäßig ist die Band dabei immer mit ihrem VW-Bus unterwegs. Auf ihrer Tour ist auch Ulm für sie kein Neuland, waren sie hier doch schon zweimal. Ja, ich denke, es wird Spaß machen. Es ist eine coole Location. Wann kann man schon mal in einem Turm spielen? Sowas geht in Australien wirklich gar nicht. Beim letzten Mal waren die Leute auch recht jung und cool drauf. Es wird also definitiv wieder ein toller Auftritt. Der nächste Auftritt von The Sun Pilots in Deutschland steht am 1. Juni in Berlin an. Davor touren die Jungs jetzt erstmal fleißig durch Frankreich. Jan, ich kann jetzt nicht Fingerboarden, ich kann auch nicht richtig Skateboarden. Wenn du mir jetzt einen Trick zeigen willst, womit kann ich am besten denn anfangen? Am besten anfangen? Also, es gibt Tricks, da braucht man noch nicht den Ollie dazu, zum Beispiel den Show-It. Das ist eigentlich, da geht es nur darum, dass sich das Deck einmal so dreht. Okay. Also das ist... Wie machst du das? Also... Bei mir kommt das Skateboard schon mal gar nicht hoch. Ja, das muss nicht wirklich gepoppt sein, sondern es kann auch nur so. Ich darf die Finger aber nicht weglassen, oder? Ja, du kannst auch weg. Es kommt mit der Zeit halt, dass man das so macht. Aber eigentlich, ja. Du musst quasi mit deinem hinteren Finger so wegziehen und mit dem so bleiben oder leicht nach vorne. Also so. Also theoretisch, langsam wäre es dann so. Ist ja schon fast. Nur ich lasse es halt los, es fliegt dann immer durch die Gegend. Ja, das ist halt alles Übungssache. Also. Wie lange dauert es denn überhaupt, bis man mal vernünftig den ersten Trick hinbekommt? Das liegt eigentlich bei einem selber. Also wenn man jetzt sagt, ja, ich nehme das nur als Spielzeug, nur mal so nebenher, immer während dem PC oder so, einfach nur mal so rumspielt, dann... Kann schon 3 Monate dauern, bis man dann vielleicht mal ein bisschen springen kann oder schon besser. Und wenn man denkt, ja, ich will das jetzt richtig können und anfangen und so, und dann sich ranhockt, dann, wenn man dabei ist, denke ich, nach 2 Wochen kann man eigentlich schon relativ gut springen. Schon. Und dann die anderen Tricks, die kommen halt dann so umher so. Ich muss jetzt noch ein bisschen üben, weil man hat gesehen, ich kriege leider im Moment gar nichts hin. In der Zeit schaut ihr mal ein Bandporträt an, und zwar von Jopix. Und die kommen aus Recklesweiler. Die Band Jopix aus Recklesweiler gibt es zwar erst seit 2010, trotzdem sind die drei ein eingespieltes Team. Kennengelernt haben sie sich in der Musikschule. Also wir hatten vor 2 Wochen hatten wir einen kleineren Gig im Club 15, da haben wir mit Green Waves gespielt. Und sonst halt auf einem kleineren Festival, mal in Unterkirchberg. Die Kooperation mit anderen Bands ergibt sich dabei meist zufällig, auch wenn die Arbeit innerhalb der Band aufgeteilt ist. So kümmert sich Gitarrist Jochen um die musikalische Untermalung, Sängerin Alex schreibt die Songs und Drummer Pico organisiert die Auftritte. Da alle drei die Musik in ihrer Freizeit ausüben, finden Proben nicht immer regelmäßig statt, aber... Also wir schauen auf jeden Fall erstmal jedes Wochenende Proben. Je nachdem, wenn halt Auftritte anstehen, ja, dann proben wir auch mal unter der Woche. Es ist halt nicht immer so ganz einfach, weil wenn man arbeiten geht, aber wir versuchen immer so viel wie möglich zu proben. Mit
Mittlerweile können die drei schon einige Auftritte vorweisen. Einen Wunschauftritt haben aber Jobhicks auch noch. Rock am Ring. Auf jeden Fall Rock am Ring. Ja, aber eigentlich sind wir doch über jedes Festival froh, wo wir spielen können, wo ein bisschen größer einfach mal ist, wo Leute einfach da sind, die dann was mit unserer Musik dann vielleicht was anfangen können, ja. Wer Jobhicks live sehen will, der sollte am besten mal auf der Facebook-Seite vorbeischauen. Dort sind alle Auftrittsdaten zu finden. Ja, ihr seht, ich muss noch einiges lernen, damit ich zum Profi-Fingerboarder werde. Aber wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Vielen Dank, Jan, dass du mir das versucht hast beizubringen. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Ich übe jetzt noch hier eine Runde weiter mit Jan. Also tschüss, macht's gut, ciao.